Und hier hätte ich jetzt zum zweiten Mal für euch die Akrit. Was kann ich euch denn über die Akrit erzählen? Die Akrit dürfte mit Abstand die beste Waffe überhaupt sein, die man gegen Corpus benutzen kann. Woran liegt das? Also die Akrit, Grundschaden 35 Gift. Hört sich schon mal direkt sehr gut an. Aber bei der Akrit muss man jetzt wissen, die hat eine 100% Chance, den Gift dort zu verteilen. Sogar wenn ihr den Grundschaden jetzt zu viral ändert, macht sie immer noch den Giftschaden. Was bedeutet das für uns? Wir machen jetzt mal viral auf diese Waffe. Das heißt, okay, vorher muss ich erwähnen, die hat noch eine Statuschance von 10%. Wenn wir das jetzt richtig modden, sind das 50%. So, machen wir jetzt viral auf diese Waffe. Haben wir eine 50% Chance, viral zu procken, bedeutet, die Gegner haben nur noch 50% von ihrem Maximalleben. Schieße ich noch zwei, dreimal drauf, dadurch bekomme ich dann so viele Giftdots, dass der Gegner einfach durch sein Schild durch totgedottet wird. Und für die, die nicht wissen, was ein Dot ist, das bedeutet Damage over Time. Das kann ich euch nachher aber auch noch schön in einem Video demonstrieren. Die restlichen Stats dieser Waffe sind Genauigkeit 100, Crit-Chance von 5%, Crit-Multiplikator 2, Feuerrate 6,7. Also ganz klar eine Statuswaffe und mit einer perfekten Genauigkeit. Man kann diese Waffe auch noch schön nutzen gegen Grineer, wenn man auf Korrosiv geht. Aber in meinen Augen ist das hier einfach die Anti-Korpus-Waffe. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Anti-Korpus-Bild an. Das wäre dann dieser mit 972,2 Viral. Giftschaden haben wir jetzt hier 0, aber wie gesagt, die Waffe, ihr macht immer noch euren Gift-Dot. Weil die Waffe hat einfach Giftschaden als Grundschaden gehabt und es gibt da so ein paar Ausnahmen. So, als Mods haben wir drin Hornissenstich, tödlicher Schwall, Laufstreuung. Magnumstärke darf man hier nicht reinmachen, weil die Genauigkeit, ihr trefft gar nichts mehr. Selbst wenn der Gegner direkt vor euch steht, es ist so, als würde er vor euch stehen und ihr schießt nach oben in die Luft. Weiterhin habe ich drin Pistolenpestilenz, Erfrierung, Pathogenprojektile für Viralschaden und Korpus verjagen, um einfach den Schaden noch zu buffen. Weil wenn wir jetzt mal kurz nachschauen, Schockfrost macht nur 60%, lohnt sich nicht. Der letzte Mod, den ich jetzt hier drin habe, ist giftige Sequenz. Giftige Sequenz macht 200% Statusdauer. Im Fall von der Akrit bedeutet das nicht, dass sie ja wie bei der Sarin weniger Schaden macht, sondern ihr macht genau denselben Schaden mit euren Dots, aber halt eben öfters. Als Beispiel normalerweise, boah, sagen wir einfach mal 5 Sekunden, jede Sekunde ein Dot. Jetzt macht ihr 10 Sekunden, 10 Sekunden lang jede Sekunde ein Dot, mit derselben Schaden pro Dot wie normal auch. Mann, habe ich mich jetzt verhaspelt. Wenn ihr diesen Mod nicht habt, dann müsst ihr halt eben auf wo ist es? Schockfrost gehen, beziehungsweise macht da einfach den Doppelmod rein. Wo ist der jetzt? Rimrounds, keine Ahnung, wie er auf Deutsch heißt. Erfrierung. Dann kommt ihr auch auf. Oh, den habe ich schon drin. Ja, ne, dann müsst ihr einfach den großen Eismod rein. Den großen reinmachen. Bringt zwar genauso viel wie dieser, aber ist zusätzlicher Schaden. Was auch noch gehen würde, tödlicher Schwung. Sind eure Projektile schneller, aber ich würde es jetzt nicht persönlich empfehlen, außer ihr macht PvP. Nächste Bild, dann der Anti-Cranier-Bild. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Da habe ich einfach als Elementarschäden Pathogenprojektile, Ruck, Pistolenpestilenz, Zuckung drin. 50,1 Status, 1254 Korrosionsschaden und noch ein Grainier verjagen. Nichts Besonderes, ich persönlich würde euch empfehlen, geht auf jeden Fall auf diesen Bild hier, der ist absolut OP gegen Korpus. Schönes Beispiel anhand des Schakals jetzt. Schießen wir einfach drauf. Seht ihr direkt, wie da sein Leben runtergeht, obwohl er noch Schild hat. Und es geht nicht nur langsam runter, sondern tot ist das Vieh. Das hatte ich, glaube ich, gerade eben vergessen zu erwähnen. Wenn ihr den Toxic Sequent Mod dabei habt, der Proc ist auch ein Massenstrahlungsproc, der dauerhaft alle Gegner in Verbündete verwandelt. Wie ihr hier seht, man prockt einfach die Gegner mit Gift und Viral zu Tode.
Na, die Moas halten jetzt ein bisschen mehr aus, die sind nicht so anfällig dagegen. Aber trotzdem. Viral, Viral, Gift, alles gleichzeitig. Und hier war noch der Brock.